nur, aber Freundin, was anständiges Knutschen ist. Vielleicht doch keine so gute Idee. Manche Damen brauchen vielleicht einfach nur ein kleines bisschen Zeit. Und jetzt Platz da für dieses spontane Geburtstagstänzchen. Elizabeth Cockrell wurde hier nicht 80, nicht 90, nein, 100 Jahre alt wurde die lebensfrohe Oma aus Kalifornien. Die Dame steht trotz eines Jahrhunderts auf dem Buckel noch voll im Saft, wirbelt auf ihrer Fete erstmal ihre schicken Slipper über den Boden. Damit wird sie im Netz gerade richtig abgefeiert. Bei dieser Energie sollte weiteren 100 Lebensjahren nichts im Wege stehen. Diese Urlaubsfotos sehen erstmal stinknormal aus. Doch beim genauen Hinsehen wird klar, die Leute sind völlig splitterfasernackt. Ob an der Klippe, am Strand oder beim Skifahren. Alles Fotos von einem Instagram-Account, der prall gefüllt ist mit nackten Dai-Reisebildchen. Initiiert von einem Australier. Uns soll bei der Aktion ein positives Körpergefühl vermittelt werden. Heißt, einfach mal am Meer blank ziehen. Vielleicht werden Sie dann auch Fans von dem besonderen Unten ohne Urlaubsgefühl. Wochenende heißt Badezeit. Vor allem für alle kleinen Ferkel unter uns. Dieser schnuckelige Vierbeiner fährt total auf sein Geplansche ab. Und Süßigkeiten gibt's auch noch. So könnte der Samstagabend ewig weitergehen. Es ist ja schon verrückt, wie aufwendig sich die Kandidaten so auf Deutschland sucht den Superstar vorbereiten, nur um ja aufzufallen. Aber Nathalie Ehrlich, die schießt den Vogel.